Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, wir sind ja jetzt, ich glaube, das war ein DLC, keine Ahnung. Soweit jetzt erstmal fertig mit dem Apartment. Wir wollen jetzt aber Silver Sun Strip? Ja gut, das ist ja das mit dem Apartment. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein. Nein, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Ja, kann ich mir vorstellen. So, aber wir haben ja jetzt hier noch so die ein oder anderen Gespräche. Ich habe auf Gavuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard, danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei der Operation, die wir gerade durchführen. Und halt auch noch einige Sachen, weil wir haben ja eigentlich in der Galaxie recht viel gefunden. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier sowieso noch mal ein bisschen durch. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Genau, kennen wir schon. So, ich hatte jetzt nur noch mal gerade geguckt, ob wir das noch nicht kennen. Shepard, wenn Ihnen danach ist, könnten wir zur Abwechslung auch mal was unternehmen, das Spaß macht. Okay, Garrus, denn? Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Ja, bin ich mal gespannt, Garrus. Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Okay. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt, ich müsste ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Noveria, Pharos, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Aber Carian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres.
Zur Seite. Oh, das können wir sogar noch entscheiden. Oh. Na komm. Und los. Ich bin Garrus Makarian und das ist jetzt mein Lieblingsort auf der Citadel. Ziemlich windig hier. Ich werde ein Denkmal aufstellen und die Waffe vergolden, damit die Galaxie weiß, dass sie der König der Flaschenschützen sind. Gut, dass sie da sind. Man weiß nie, wann die Flaschen revoltieren. Das war schön. So, ich könnte mal vielleicht auch auf der Karte gucken. Wir haben hier noch Leutnant Corus. Den habe ich gar nicht gesehen. Lieutenant. Endlich sind sie runter von der Normandy. Ich bin froh. Trotz des Flüchtlingschaos tut es gut, so viele Schiffe im Flug zu sehen. Es bringt mich zum Nachdenken. Eine Fregatte der Turianer. Müsste die PFS Hivencore sein. Ein turianisches Kriegsschiff auf der Citadel? Sie will nach der Schlacht vermutlich ins Trockendock. Ihre Antriebskernemissionen sind unruhig. Alleine humpelt sie in den Hafen. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Kampf unterzugehen, so wie ihre Familien zu Hause. Reden Sie über die Turianer oder über sich selbst? Ich hätte dort sein sollen. Mit Robert. Waren Sie aber nicht. Sie leben. Und das ist gut so. Mag sein. Künftige Generationen ruhen auf den Schultern dieser Turianer und auf unseren. Niemand gibt auf. Die Turianer nicht, ich nicht, sie nicht. Wenn das jemand schaffen kann, dann sie. Und ich bin bei. Ist das ein Allianzkreuzer? Was macht er hier? Das ist die SSV London. Vor Jahren stillgelegt. Keine Geschütze. Flüchtlinge müssen sie geborgen haben. Die Kreuzer der Genf-Klasse haben E-Zero-Kerne wie aus Granit. Irgendwie überlebt man immer. Und tut alles, um den nächsten Tag zu erleben? Ich muss loslassen. Diesmal wirklich. Die Flüchtlinge haben eine Gedenkmauer errichtet. Mit Erinnerungen an geliebte Personen. Vielleicht könnte ich... Was hält sie davon ab? Nichts. Ich meine... Ich denke drüber nach. Solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken. Dein Mann wird dort sicherlich gefallen. So. Können wir nochmal gucken. Wir haben jetzt hier alles soweit fertig. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal so nach und nach alle Dinger durch. Wir haben ja noch ein paar mehr Leute, die Landurlaub haben hier. Oder wir sind ja eigentlich noch im Landurlaub. Ne? Ja, ne, gehen wir mal weiter im Bereich. Fangen wir von oben an, gehen die Liste einmal mal kurz runter. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. So, in der 6 haben wir Tactus, in der 7 haben wir James und in der 8 haben wir Ashley. Na, dann gehen wir erstmal zu Ashley. Zahlen sind ein bisschen durcheinander gewartet, aber okay. Commander, danke fürs Kommen. Es muss sehr schwer für Ihre Schwester sein. Ich bedauere Ihren Verlust. Schlimm, dass sie das durchmachen muss. Verdammt. Schon wieder. Hoffentlich findet Sarah hier Frieden. Schön, dass ich für sie da sein kann. Sie wollte, dass ich etwas über unsere Familie sage. Thomas sollte es hören. Sie müssen jetzt stark sein. Für Sarah. Sie haben recht. Ich bin stolz auf sie. Sie ist keine Berufssoldatin, aber sie kommt mit all dem zurecht. Erinnert mich an Dad. Was auch passiert ist. Er hat uns zum Lächeln gebracht. Ihre Familie hat sie geformt. Er gab sein Bestes. 4 Töchter und eine starke Frau. Er sagte, Manöver mit scharfer Munition sind das beste Training für meine Frauenhorde. Ihre Schwester wartet.
Wird schon wieder. Sicher. Gehen wir. Mal sehen. Okay, die Fahrt zum Strand in dem Sommer vor meiner Grundausbildung. Na, dann gucken wir mal. Schütze entriegelt. Aha. Ich sehe sie dann an Bord der Normandy. Ich sehe auch Ashley. So, dann gehen wir mal gleich zum nächsten. Das war, glaube ich, James, ne? Oder? 7 war James. Frachtraum. Hallo, Pilger. Aha. Willkommen bei Batarian State Arms. Ja, wir können ja nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal was kaufen können. So, was haben wir hier? Schrotflinte, Schrot, Pistole, Sturm, Sturm, Terminus-Panzerung. Ja, Munitionskapazität wäre auch geil, Schilde wären auch genial, Nahkampfschaden eher so, gerade nicht so für den Techniker, also für den Soldaten wohl wahrscheinlich schon eher. Sturmgewehr-Magazin-Upgrade. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Sturmgewehr-Verlängerung. Oh ja. Schrotflintensturm, Durchschlag. Ja, könnten wir auch nochmal mitnehmen. Passt. So. Danke, Mensch. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Und durchhalten. Mach das. James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher. Wenn er gut ist. Man würde sie nicht fragen, wenn man sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah! Vorsicht! Na gut, dann lass immer das Tattoo fertig stechen. Dann gehen wir nochmal weiter. Wir haben noch jemanden hier. Das war auf der 8, ne? Auf der 6. Deckt es. Hier fehlt doch jemand. Ach Mensch. Habe ich nicht gesehen. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend.
Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Okay, da wird sich der Doc aber freuen. Gut, dann sind wir jetzt hier einmal schon mal wieder durch. Entschuldigung, ich wollte nicht rumrempeln hier. So, düsen wir mal gleich weiter los. Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu erledigen hier auf der Citadel. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, gehen wir mal in die Botschaften, würde ich sagen, einen ne? Moment, bitte. Wobei, in den Botschaften war... Gucken wir erstmal. Das heißt von der 2, genau, in Odinas Büro dürfen wir noch nicht rein, aber wir dürfen sonst überall nochmal hin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die 4, das wäre dann hier vorne gleich. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Hier haben wir nämlich noch einiges zu erledigen, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Hä? Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Dekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber Ihre Truppen können Sie retten. Drängend. Bitte. Alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Wie kämpfen Ihre Leute? Stolz. Mit VI-unterstützter Infanterie. Unsere Soldaten tragen schwere Waffen auf ihren Rücken in die Schlacht. Stolz und beschämt. Unsere Feinde nennen uns lebende Panzer. Und andere weniger schmeichelhafte Dinge. Ich komme mit der Normandy, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Bitte beeilen Sie sich. Dekuna brennt. Okay. Dekuna, Elkor, Evakuierung. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so?
Seltsame Frage für einen Spectre, der auf Run noch seinen dritten Reaper getötet hat. Kommt Valer in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Valer. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Valer einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Nach der Eroberung der Elbe. Ja, die Feuerprobe. Kann man so sagen, wie man will. Gut, aber wir sind ja immer noch am Sammeln. Bailey. Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Na gut, das hatten wir alle schon. Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Genau wie ich, ja, gut. So, zu Udina gehen wir noch nicht. Einmal kurz in die Spectre rein. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, hatte ich nicht Miranda eben noch gelesen hier bei der 3? Tatsache. Da war ja noch was, was wir machen müssen, ne? So, Nachrichten. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht, aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, vor meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Okay, gut. Dann gucken wir einmal kurz noch im Spectre-Terminal. Auszeichnung für Captain Riley. Captain Riley, eine N7-Agentin, wurden wegen ihres Einsatzes auf Kion für eine Tapferkeitsmedaille vorgeschlagen. Eine Empfehlung durch einen Spectre würde das Verfahren enorm beschleunigen. Autorisiert. Der aktuelle Aufenthaltsort von Botschafter Din Korlak ist unbekannt. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinen öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro, in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Okay. So, dann gucken wir nochmal nach Ausrüstung. Ja, ich weiß nicht, soll ich mir noch mal einen Sniper zulegen? Ah, ist halt immer so ein Ding. Reaper Code Fragment.
Aha. Jettech zur Zielerfassung. Ja, können wir noch mal kaufen. Das klingt für Questen, also nimm was doch mal mit. So. In 7 verteidigen, Konzentration. Ja, und jetzt haben wir halt hier noch verschiedene Sniper. Ich bin zwar mit meinem Sniper schon sehr, sehr zufrieden, aber irgendwie noch mal so... Vielleicht haben wir noch ein besseres dabei. Ich habe leider noch nicht alle ausprobiert. Das teuerste, also Black Widow ist ja, glaube ich, mit das teuerste, ne? Na gut, das hier ist nochmal ein Stückchen teurer. Ich gönne mir das jetzt mal. Und genauso das Black Widow, das gönne ich mir auch nochmal. So, weit runter. weit runter mit dem Geld. Aber gut. Zur Not könnte man sich das ja nochmal ein bisschen erspielen durch die Arenen und so. Jetzt möchte ich aber diese beiden neuen Sniper gerne auch nochmal auf den Schießstand prüfen. So, dann haben wir, glaube ich, auch alle Sniper, die es gibt, ne? So, dann probieren wir gleich mal aus. Das heißt, wir nehmen erstmal das teuerste. Nein, wir lassen es erstmal unmodifiziert. Wir lassen es erstmal unmodifiziert. Und probieren es mal aus. N7 Violent. Okay, für sich ganz okay. Bomb Damage her. Gegen Panzerung. Es drückt rein und es hat 3 Schuss. Es hat keine Verzögerung. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber mal gucken. So, wir haben noch eins. Wo ist es denn? Was ist denn das Black Widow? Ach, das ist ganz vorne. Na gut. Dann probieren wir jetzt auch mal das Black Widow aus. Das hat natürlich einen viel geileren Sound und es hat auch deutlich mehr Schaden, so wie es aussieht. Patz. Oh, das knallt ja richtig, das Ding. Gut, machen wir mal ein bisschen schwerer hier. Nicht etwa den zu nah, zurücksetzen. Ziel weiter weg. Wir spielen Sniper hier, ha? Nee, nicht ganz nah ran. Ja, komm, einer ging noch. Ja, ich sehe aber leider jetzt den Balken nicht mehr. Nochmal einen wieder ran. Ah, behält aber den Schaden bei. Aber es hat einen Rückstoß ohne Visier. Alter. Könnte ein neues Sniper sein. Auf jeden Fall. Könnte sein. So, jetzt sind wir aber... Das Ding wiegt halt eine Tonne. Ach, du Heilige. Ja, es wiegt eine Tonne. Es hat aber an und für sich genau das, was wir brauchen. Wir könnten jetzt halt nochmal den Schaden erhöhen, indem wir halt nochmal eine Laufverstärkung drauf machen. Wir haben nochmal 22% mehr Damage. Jetzt müssten wir mal gucken, dass ich dann hier wohl wahrscheinlich dann eher auf das Gewicht gehe. Das Gewicht zu reduzieren, aber es ist halt... So, okay. Gut, gucken wir jetzt nochmal. Wie gesagt, das hier ist halt vom Gewicht her deutlich leichter. Also wären wir dann auch bei plus 1 der Fähigkeiten. Man muss jetzt mal so vergleichen, es ist leichter, es hat etwas mehr Kapazität, Feuergeschwindigkeit bleibt gleich, der Schaden geht halt maximal runter. Wenn wir da jetzt nochmal Mod, also wir können ja wenigstens schon mal den Schadensmod drauf machen. Und wir könnten hier halt auch sonst noch einen anderen Mod draufsetzen. Wo man dann sagen könnte, okay, ne? Ja, hier, da taut halt das ganze Gewehr halt weg, ohne Ende. Könnten dann nochmal das mit dem Durchschlag, können wir den Schaden nochmal ein bisschen erhöhen. Aber es wird bei weitem nicht drankommen an das Black Widow. Schade, schade, schade. Dafür, dass es eigentlich teurer ist als das andere. Also das Black Widow war ja ein bisschen günstiger. Aber ich würde sagen, so, jetzt vergleichen wir nochmal das Black Widow mit unserem eigentlichen.
haben wir sogar nochmal mehr Schaden drauf auf dem Javelin. Ein bisschen weniger Gewicht, Kapazität ist gleich, Feuergeschwindigkeit, ja. Bei dem Javelin, es ist halt mega strong, weil es hat gleich auch Tarn drinne. Also sprich, wir können halt thermisch sehen, wenn sie wieder ihre Rauchgranaten rauspfeffern. Die Präzision ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung, ist ja gleich geblieben. Schaden natürlich mehr, aber wir haben halt diesen einen Schuss quasi. Also sprich diesen einen Schuss, wo man dann sagen muss, leider, ne? Ich ziel und erst lädt es so ganz kurz auf. Und genau in dem Moment habe ich dann meistens das Problem, dass er dann mir weggesprungen ist. So, wir haben auch immer nur einen Schuss, das heißt, wir sind auch immer am Nachladen. Gerade so in Massengefechten ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also gegen Cerberus würde ich sogar das Javelin definitiv vor dem Black Widow vorziehen. Aber so allroundfähig, wie nur irgendwie geht, wäre das Black Widow, denke ich mal, besser. Das heißt, wir nehmen uns jetzt das Black Widow mit. Auch wenn wir dann halt ein bisschen drüber sind über das Gewicht. Aber es ist halt... Und erst jetzt nachladen. Man kommt besser damit klar. Es ist halt Allround-fähiger. Das heißt, das Black Widow ist jetzt unser neues Allround-fähiges Sniper. Und gegen das Ding hat er sowieso noch 180 Schuss. Das ist so. Und zack, ich schmelz alles weg. Es ist einfach Top-Waffe immer noch. Und es verbraucht eigentlich auch keine Munition. Das heißt, ich muss nicht auf ein Thermomagazin achten. Ich muss es einmal nachladen lassen und fertig. Deswegen, ich finde es immer noch die optimalste Waffe für jetzt zum Beispiel Snipen. Sniper ist jetzt out. Wir haben immer noch eine stronge Waffe. Passt. Gut. Haben wir denn jetzt hier noch irgendetwas, was ich jetzt noch... Wir haben noch Javik, Azaria... Es ist in der 4. Ne, Ratsherrin ist in der 2, ja, in der Udina. Commander Bailey hatten wir schon. Botschaftswache. Okay, müssen wir nochmal gucken hier. Aber hier hatten wir jetzt keinen mehr. Wir hatten doch sowieso noch Sachen, die wir hier noch abgeben müssen. Also hier lassen wir uns jetzt nochmal nicht von weiter leiten. Ich glaube, es geht weiter Kampagne. Also Hauptziel. Wir wollen ja noch die Nebenziele so weitestgehend abspielen. Ach, siehste. Andere Seite. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisscherben. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation. Und ihr Untergang. Hier begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Es mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und erlebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Spezies Botschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass sie ein Proteaner sind. Ein Harnar. Ich erinnere mich an ihre Art, da waren sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten ihre Spezies für ihre Götter. Schade, dass wir ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind Sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn Sie den Krieg verloren haben... Welche Hoffnung bleibt an uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder. Und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie, als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar, sie alle hatten Potenzial. Jetzt müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist, damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an ihrer Seite kämpft. Er findet sich langsam zurecht. Jarvik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch ein fähiger Krieger. Für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, Commander. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Wir sehen uns dann auf der Normandie. Naja, gut. Dann... So, haben wir hier nicht noch irgendwas? War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Okay, wenn ich bereit bin. Dann einmal öffnen, würde ich sagen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie das Büro sehen möchten. Ich sehe hier gerade nicht die Tür. Aber gehen wir mal rein. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viele. Aber der Kampf gegen die Allianz... muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster! Botschafter, bitte! Hunderte von Toten! Odinas Feuerbruch am Rad! Ich hätte längst mit ihnen brechen sollen! Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe... für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Said, eieiei. Den haben wir ja schon lange nicht mehr getroffen. Gut, aber bevor wir uns jetzt hier weiter aufmachen, machen wir nochmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.